Mastercard präsentierte beim Mountain Peak im Rahmen der legendären Hahnenkammrennen in Kitzbühel die Mastercard Tourism Insight Plattform. Zweck dieser Big Data Management Plattform ist die gezielte Datenanalyse für Tourismusregionen. Diese Mastercard Tourism Plattform haben wir geschaffen, weil wir einfach weltweit, aber auch in Österreich immer mehr draufgekommen sind, dass bei Tourismusorganisationen, Skiregionen, auch Städtemarketing, ein wesentlicher Teil eigentlich als Basis für Entscheidungen gefehlt hat. Ja. Die wissen zwar, welche Gästegruppen kommen nach Österreich, in die Stadt, in die Skiregion, aber sie wissen nicht, wie der Spend dahinter ist. Ja. Wir wissen alle, wie schnell die Digitalisierung voranschreitet. Das ist wirklich exponentiell. Sachen, die heute relevant sind, hat man vor 4 Jahren noch gar nicht gekannt. Wenn man das extrapoliert, weiß man, wo geht's hin. Diese Schritte zu setzen, und zwar jetzt zu setzen, ist eine extrem wichtige Geschichte. Der Schnellere frisst den Langsameren. Als Mastercard haben wir schon lange darüber nachgedacht, wie wir diese Daten, die wir haben, noch sinnvoll einsetzen können. Ich glaube, so wie es viele andere Unternehmen auch machen. Und dann kommt man sehr schnell auf die Frage, was ist datenschutzrechtlich möglich? Dann kommt man zu dem Punkt, naja, bei grenzüberschreitenden Transaktionen, hochaggregiert, anonymisiert, habe ich datenschutztechnisch kein Thema. Ja, und dann zu der Frage, wie kann ich daraus für Kunden, ja, Mehrwert generieren, und daraus sind dann diese Partnerschaften entstanden, auf deren Basis wir quasi jetzt die gesamte Travel Experience abbilden können da drinnen. Vor allem im Hinblick auf den Konkurrenzdruck zwischen den Tourismusregionen sind Big Data oder Digital Payment Schlüsselelemente für den Tourismus von morgen und helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Zell am Seckerbrunn sammelt die Daten, um hier natürlich auch die Wertschöpfung zu steigern. Das heißt bei der Customer Journey, dass wir vielleicht auch die Gäste vor Ort besser abholen können, aber auch schon, damit wir besser sehen, wann bucht der Gast, wie bucht der Gast. Ja, wir haben Daten gesammelt von Kunden, die uns diese übergeben haben und ausdrücklich autorisiert haben, sie zu benutzen. Wir haben derzeit einen Stand von 80.000 und wir versuchen mit unseren Kunden so gut als möglich zu kommunizieren, sie zu informieren, dass sie bestmöglich von unserem Angebot Gebrauch machen können. Das ist schon sehr wichtig für Kitzbühel. Allerdings muss ich gestehen, wir stecken noch in den Kinderschuhen, sind aber haben fest den Daumen drauf, dass wir uns da möglichst rasch weiterentwickeln. Wir haben gerade auch jemanden dafür eingestellt, der sich eben mit CRM und Big Data ausschließlich beschäftigt. Gerade die intensive Beschäftigung mit diesen Zukunftstrends ist unerlässlich, und all diejenigen, die sich intensiv mit dem auseinandersetzen, und dazu darf ich sagen, gehört auch Kitzbühel dazu, werden in Zukunft erfolgreich sein. Was ich spannend fand, auch an meinen Vorrednern, war diese Vision der immer höher wertigen Integration des Prozesses, in dem Fall des touristischen, des Reiseprozesses, wo ich vom Buchen oder vom Research übers Buchen bis zu dem Erlebnis vor Ort. Die Analyse verlässlicher Businessdaten durch die Mastercard Tourism Insight Plattform führt bei geschickter Interpretation zu mehr Gästen, mit mehr Wertschöpfung für die Region und über intelligente Kundenströme hin zu mehr Umsatz.